etwas, die notwendig ist für die Grundstück, dann kann er zwingen. Zum Beispiel kein Zaun, kein Schloss. Dann kann man zwingen, die andere Partner, die Grundstück zu schließen, weil es liegt im Interesse von beiden Partners. Aber wenn es etwas, die nicht notwendig ist, dann kommt darauf an, ob die andere zum Beispiel kaufen ein schönes Bild für die zu hängen draußen oder kaufen etwas, die einfach ein schönes Sessel. So, dann kommt darauf an, wenn die andere Partner sagt, ich habe kein Interesse dran, das ist deine Sache, ich habe kein Interesse dran, dann kann er nicht zwingen. Aber stell dir vor, dass ein Partner sagt, ich will kaufen einen Outdoor-Furniture. Ja, so Möbelierung. Die andere Partner sagt, mir interessiert das nicht. Am nächsten Tag, die erste Partner hört und die zweite Partner erzählt seinen Freund am Telefon, weißt du, was wir gekauft haben für unseren Hof? Oh, dann kann er sagen, Golui Deite, jetzt hast du gezeigt, dass es doch in deinem Interesse ist. Und dann kann er ihn dann zwingen. Weiter sagt der Rambam, einige Dinge kann man zwingen, alle Juden der Stadt, weil alle Juden sind Partner. Und das ist, bauen eine Synagoge, kaufen ein Torahroller. Man kann zwingen, aber alle Juden sind Partner in dieser Sache. Kann man alle Juden zwingen. Und hier sehen wir eine interessante Sache. Wenn wir alle Partner sind, können wir sicherlich zwingen, können wir auf einen positiven Weg. Mit Liebe. Wir haben sicherlich Verantwortung für jeden anderen Menschen mit Liebe und Wärme. Heute ist der 20. Tag im Monat. Tishrei, sagt der Rebbe Yemjeh, wo wir klopfen, was schauen du? Dort legen wir die Etrog gegenüber unser Herz. Was ist die Verbindung? Weil erst wenn ein Mensch nichtig ist, erst wenn ein Mensch fühlt, dass er gesündigt hat, dann kann er erst freuen. Jetzt ist Yom Kippur hinter uns, jetzt können wir sicherlich freuen mit der echten Freude von Sukkot und Sukkot Torah. Weil wir die Gelegenheit haben, herzlich willkommen, sehr hearty welcome to